Ja, und wir starten heute sportlich. Gestern, da haben Hannovers Spitzensportler die Sportklamotten gegen Abendmode getauscht, High Heels statt Turnschuhe. Es war nämlich gestern der Abend der Sportlerehrung und das ist Chefsache. Das macht traditionell der Oberbürgermeister, also in diesem Jahr erstmals Stefan Schostock. Und geehrt wurden alle, die in 2013 eine Medaille abstauben konnten, egal ob bei Deutschen, Europa oder sogar bei Weltmeisterschaften. Meine Kollegen Christian Caparelli und Aaron Sternagel waren gestern im neuen Rathaus dabei. Sportler aus rund 15 Sportarten. Das sind die Fakten der diesjährigen Sportlerehrung in Hannover. Der festlich geschmückte Gartensaal im neuen Rathaus, die perfekte Kulisse für diese Würdigung. Aus den Händen von Oberbürgermeister Stefan Schostock und Rita Gierschikowski vom Stadtsportbund gab es ganz sportlich ein Handtuch und natürlich die Urkunde für die Heimvitrine. Ausgezeichnete Sportler sind in diesem Jahr unter anderem die Boxer des BSK Hannover-Seelze, die Wasserballerinnen vom Hannoverschen Schwimmverein und die Rollstuhlbasketballer von Hannover United. Ein gelungener Abend und eine große Auszeichnung, die wahrscheinlich jedem der 100 Sportler und Sportlerinnen noch länger in Erinnerung bleibt. Und wohl auch dem Oberbürgermeister, denn für ihn war es die erste Sportlerehrung im Amt.